Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Peter Schmidt. Ich grüße Sie herzlich aus dem Hauptstadtstudio in Berlin bei Potsdam-Babelsberg und habe eine Ankündigung zu machen. Und zwar über ein Neuschwabenland-Treffen im Südwesten am Sonnabend, den 20. Juli 2019 ab 18 Uhr, sozusagen mit Open End. Ich werde das hier ankündigen, hiermit, nicht? Hier können Sie sich auch anmelden, also das ist dann Ankündigung und Anmeldung. Und da habe ich jetzt reingeschrieben, neue Medizin nach Dr. Med. R.G. Hamann. Das kennen Sie ja vielleicht noch, dieses Buch hier, ne? Also Krebs, Krankheit der Seele. Ne? Da geht es um das DRS, also seinem Sohn, nach ihm seinem Sohn genannten Dirk Hamann-Syndrom. Oder manche kennen auch das Vermächtnis einer neuen Medizin, das sogenannte goldene Buch. Ne? Ja, kennen Sie vielleicht. Nach Dr. Hamann, das neue Medizin. Also das Tabuthema wird sein, Hamann selber ist ja ein Tabuthema, nicht? Für die neue Medizin. Und das weitere Tabuthema wird sein, das gute Deutsche Reich, nicht? Also, trauen Sie sich mal, über Vatern und Muttern gut zu reden, ne? Also sie nicht nur zu ehren, auch gut zu reden, das gute Deutsche Reich. Absetzung Deutsches Reich 1945 mit Folgen bis heute. Ich habe jemanden gefunden, der dort eine Veranstaltung organisiert. Und zwar bei Stuttgart, das ist in Baden-Württemberg, Ostalbkreis, also ein bisschen weiter von Stuttgart entfernt, sozusagen bei Schwäbisch Gmünd, Aalen, sozusagen südlich von Schwäbisch Hall, wenn ich das richtig auf der Karte gesehen habe. Also ich kündige nochmal an, ein Neuschwabenland-Treffen im Südwesten, freuen Sie sich, Sie müssen nicht bis nach Berlin fahren, Sie können aus der Nähe im Südwesten einfach dahin fahren. Am 20. Juli 2019 ab 18 Uhr, werden Sie in der weiteren Beschreibung dieses Videos dann als Ankündigung und Anmeldung sehen auf meiner Flickr.com-Seite. Ja, bei der Absetzung, da geht es möglicherweise, kennen Sie da auch einiges, nicht von der sogenannten Standardliteratur, also von O. Bergmann, deutsche Flugscheiben überwachen und U-Boote überwachen die Weltmeere, nicht? Also ja, oder von D. H. Hamann, geheime Wunderwaffen, auch das ist vielleicht ganz interessant, nicht? Also ja, oder auch von D. H. Hamann, Deutschland besetzt, wieso, befreit, wodurch, nicht? Also das sind so ein paar Standardsachen. Nach dieser Zeit gab es dann auch eine Belebung durch verschiedene Autoren, unter anderem von Johannes Jürgensen, das Gegenteil ist wahr, nicht? Band 2, UFOs und Flugscheiben als Waffen im Kampf um die globale Macht. Wir werden einiges zu bereden haben zu diesem Thema. Seien Sie mutig, melden Sie sich an, kommen Sie vorbei. Der Veranstaltungsort hat auch, also den genauen Ort kriegen Sie, wenn Sie sich anmelden. Nicht? Der Veranstaltungsort ist es mit Küche für Essen und Trinken, ist klar. Wie gesagt, im Südwesten von Berlin, nicht? Entschuldigung, im Südwesten bei Stuttgart. Ja, es ist natürlich auch südwestlich von Berlin. Aber wer dort wohnt in der Nähe, der hat es dann leichter, dahin zu gehen, als mal nach Berlin zu kommen. Also bitte melden Sie sich an. Ja, 20. Juli 2019. Und kommen Sie hin, seien Sie mutig, lernen Sie mich kennen persönlich. Das ist die beste Gelegenheit für Leute, die im Südwesten in dieser Republik wohnen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich sehen wir uns auf dem Treffen am 20. Juli 2019 wieder. Und wer da nicht hinkommen kann, der kennt ja vielleicht jemanden, der da wohnt. Informieren Sie den, dass man den Schmidt sozusagen vor Ort persönlich erleben kann. Günstige Gelegenheit sozusagen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und ja, auf Wiederhören, ja.
Als die Mauer fiel, als die Nachricht vom Mauerfall kam, freute ich mich über alle Maßen. Endlich hört diese dämliche alliierte Teilung auf. Endlich. Dieser unnatürliche Zustand, von den Alliierten verursacht. Ich mache das aus Liebe zu meiner Heimat. Deswegen mache ich diese Aufklärungsarbeit, um vorzubereiten, möglichst viele Brüder und Schwestern auf die Reichsdeutschen. Weil ich weiß, was passiert, wenn man so einen Schock, das wird ein Schock werden, wenn die kommen, denken Sie an Dr. Hamer, neue Medizin, redet ja gerne von Schocks, wenn das die Leute unvorbereitet trifft, weil die alliierte Propaganda ist ja aktiv. Jeden Tag gibt es auf mindestens 3 Sendern Filme über das böse Deutsche Reich. Ich bin das gute Deutsche Reich. Ich bin dafür, dass wir mehr über das gute Deutsche Reich sprechen und Aufklärungsarbeit.